Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute packen wir zusammen die aktuelle Glossybox für den Monat Dezember aus. Ich musste lange darauf warten, hatte auch vorab eine E-Mail bekommen, dass sich meine Box etwas verzögern wird. Nun ist sie da und ich finde, allein für die Box selbst hat sich das Warten gelohnt, denn wir haben hier eine richtige Keksdose. Wir schauen hier rein. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß bei diesem Video. Zunächst wie gewohnt ein paar kurze Informationen zur Glossybox. Die Glossybox ist wohl eine der bekanntesten Beautyboxen, die es überhaupt gibt. Über den Kundenservice hört man leider oftmals viel Negatives, aber die Box ist doch immer wieder sehr abwechslungsreich und irgendwie toll. Also ich möchte sie nicht missen. Vom Inhalt her hat sie mir meistens richtig gut gefallen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Dezember-Ausgabe. Sie kostet regulär 12,50 Euro bis 17,95 Euro, je nachdem für welche Abo-Form ihr euch entscheidet. Ich habe sie ganz regulär im Jahresabo und habe dadurch auch einen Freunde-Werben-Freunde-Code. Den blende ich euch hier mal ein. Wenn ihr mögt, könnt ihr den nutzen und somit etwas auf die Glossybox sparen. Ich kann damit Glossy-Credits sammeln, wodurch ich mir zum Beispiel limitierte Editionen und ähnliches etwas günstiger kaufen kann. Jetzt haben wir hier einmal die Box für den Monat Dezember und sie kommt hier als Metalldose zu einem. Ich finde es so schön, auch im letzten Jahr gab es, ich meine sogar auch im Dezember, eine Metalldose, die ich jetzt doch immer habe. Und die hier sieht einfach auch sehr winterlich aus und die kann man wunderbar weiterverwenden für alles Mögliche. Wir haben hier so ein paar Sterne mit drauf und weiß, beige Farbgestaltungen mit grafischen Mustern, aber es sieht doch insgesamt sehr winterlich aus. Ganz dezent ist hier auch in der Mitte das Glossybox-Logo und dann steht hier Little Wonders Inside, also kleine Wunder innen drin. Das schauen wir uns natürlich an und ich werde darum jetzt auch direkt einmal den Deckel abnehmen. Selbst im Deckel gibt es noch eine kleine Besonderheit, denn da steht auch nochmal Wonders. Auch hier haben wir eine sehr hübsche winterliche Gestaltung, also passend zum Außen so drumherum. Und jetzt ist das hier quasi der Blick in die Box. Wir sehen noch nicht viel. Erstmal ein schwarzes Schleifenbändchen, was ich direkt aufmache. Und dann haben wir hier so ein kleines Flyerchen. Da steht auch das Thema drauf. Wishful Moments Edition. So nennt sich die Ausgabe für den Monat Dezember. Hier auf der Rückseite ist ein QR-Code mit drauf, den ich gleich einmal scannen werde. Denn damit kommen wir zum digitalen Leaflet. Und dann haben wir hier so beigefarbenes Seidenpapier, also irgendwie auch passend zum Äußeren. Das mache ich auch mal direkt auf. Und dann sehen wir jetzt immer noch nicht viel, denn hier überdeckt etwas sehr Großes den Inhalt. Und das sind dann einmal die Produkte. Die schauen wir uns gleich der Reihe nach ausführlich an. Aber zunächst einmal das digitale Leaflet. Wenn Wünsche wahr werden, die vorher nur in unseren Köpfen drin waren, dann gleicht das einem Wunder. Immer und immer wieder. Mit unserer Wishful Moments Edition in entzückendem Keksdosendesign erfüllen wir uns selbst zum Ende des Jahres einen wunderbaren Beauty-Wunsch. Wirf einen Blick hinein und lass dich von deinem letzten monatlichen Unboxing des Jahres verzaubern. Das Beste, deine Box kannst du anschließend zum Selbstbefüllen sowie Weiterverschenken nutzen und damit bei deinem Lieblingsmenschen für absolute Glücksmomente sorgen. Auf den folgenden Seiten findest du alle Informationen zu deinen Dezemberschätzen. Teile mit uns deine Eindrücke und so weiter. Ich glaube, das muss ich nicht weiter vorlesen, ne? Aber ja, sie gehen hier quasi nur ein bisschen auf die Dose ein, aber weniger auf das Thema. Es gibt dann noch eine Seite, was ist in deiner Box? Aber da wird auch schon ein bisschen gespoilert zu den Produkten. Und dann geht es auch schon direkt mit den Produkten los. Da werden wir am Ende mal durchblättern, um zu gucken, was es da für Produktalternativen hätte auch geben können. Denn es ist bei der Glossybox immer so, dass 1, 2 bis 3 Produkte in jeder Box identisch sind. Der Rest aber variieren kann, je nachdem, wie man eben auch das Beauty-Profil auf deren Homepage anlegt. Und das erste Produkt, was ich jetzt hier herausnehme, wenn es denn eines ist. Im Prinzip ist es ein Gutschein. Das ist hier ein Gutschein für 500 Online-Shops und über 5000 Filialen. Zum Beispiel kann man den einlösen bei Otto, bei H&M, bei Zalando, bei Christ, About You, Mediamarkt und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt hier auch schon ein Wert mit drauf ist. Hier kann man in jedem Fall noch etwas freirubbeln.
den Gutscheinwert eintragen und das dann auch irgendwie einlösen. Hier steht jetzt aber auch 25 mal 50 € gewinnen. Also ich bin mir jetzt darum nicht so hundertprozentig sicher, ob hier auch ein entsprechender Wert drauf ist oder ob das ja vielleicht eine Art Gewinnspiel jetzt ist. Das werde ich mir dann später mal in Ruhe anschauen und mal gucken, was da dann bei mir so rauskommt. Ich starte jetzt hier einmal mit einem richtigen Produkt und da haben wir einmal dieses Sachet hier von Gliss-Kur, ein Ultimate Repair Hair Spa, dreimal flüssiges Keratin und mit botanischem Puder, intensive Pflege zum Ausspülen für sehr geschädigtes, trockenes Haar. Da ich meine Haare färbe, sind sie na logischerweise auch geschädigt und da kann ich das sehr gut gebrauchen. Ich finde es gut, dass man das hier wieder verschließen kann. So ist es einfach immer sicher verwahrt. Es soll die Haarstruktur reparieren, es soll intensive Pflege geben und die Haaroberfläche glätten. Klingt alles ziemlich gut und das werde ich ausprobieren. 50 Milliliter Produkt sind hier drin und Haarpflege finde ich geht auch immer. Also darüber freue ich mich schon mal. Dann haben wir hier eine kleine Tube von Doctors Cosmeceutical Skincare Formula Photo Face. Also wir sollen quasi eine Haut bekommen, die perfekt für Fotos ist. So würde ich das verstehen. Foto-Finish-Effekt in a Flash. Es soll die Poren optisch minimieren. Es soll feinen Linien entgegenwirken und die Textur der Haut verfeinern, also Unebenheiten ausgleichen. Es soll Feuchtigkeit spenden und sie eben auch fixieren in der Haut. Und es soll auch anscheinend eine gute Grundlage fürs Make-up sein, denn hier steht noch Keep Make-up in place. Also ja, das Make-up soll an Ort und Stelle bleiben. Klingt eigentlich richtig gut. Wir haben hier 30 Milliliter Produkt drin und ich habe so gar keine Vorstellung, was das Produkt wohl kosten wird. Ich hatte schon mal etwas von der Marke, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, was das war und welchen Preis das hatte. Dieses hier war es in jedem Fall nicht und ich finde, das klingt alles ziemlich gut, was hier drauf steht. Also werde ich das bestimmt mal ausprobieren. Jetzt sehe ich hier etwas von einer bekannten Marke und da ist sogar eine richtige Schleife im Prinzip mit drauf, also passend zu Weihnachten. Wir haben hier von Kneipp ein Cremebad, nur eine Kleinigkeit mit süßer Mandel, Tonka und Kokosöl. Das klingt richtig gut. Ja, nur eine Kleinigkeit, die von Herzen kommt. Hier steht noch ein kleiner Zusatz mit dabei. Und so ein Cremebad passt natürlich auch perfekt in den Winter. Lass dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern mit dem Kneipp-Cremebad, nur eine Kleinigkeit. Der stimmungsvolle Duft nach süßer Mandel und Tonka und der langanhaltende Schaum machen das Bad zu einem Wohlfühlerlebnis für die Sinne, während das Cremebad mit natürlichem Kokosöl die Haut vor dem Austrocknen bewahrt. Manchmal sind die kleinsten Geschenke eigentlich die größten, wie recht sie haben. Denn mit so einem ja, Badezusatz schenken wir eben nicht nur einen Badezusatz, sondern etwas Me-Time, etwas Zeit für sich selbst. Und ich muss unbedingt mal wieder in die Badewanne. Ich weiß nicht warum, aber ich schaff's derzeit irgendwie nicht. Es war einfach sehr viel los und viel zu tun. Und ich möchte das jetzt aber unbedingt demnächst auch mal wieder nachholen, mir ein entspannendes Bad zu gönnen. Jetzt haben wir hier ein süßes kleines Mini-Produkt von Pixi Skin Treats. Haben wir hier das Glow Tonic drin. Es ist ein peelender Toner, der wird also wahrscheinlich BHA oder AHA-Säuren mit enthalten und so dann der Haut auch einen entsprechenden schönen Glow schenken. Ja, 5% Glykolsäure ist hier drin und man kann das Produkt wohl morgens und abends verwenden, aber solche Toner mit Peeling-Effekt verwende ich persönlich immer nur am Abend, damit sich dann auch über Nacht die Haut wieder beruhigen kann. 15 Milliliter, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es wird dennoch für einige Anwendungen reichen, denn man braucht ja nicht viel Produkt davon. Ich glaube, ich habe es in einer größeren Variante noch da, darum muss ich mal schauen, vielleicht wandert das dann darum auch weiter. Jetzt habe ich hier eine süße pinke Tube von Sand and Sky Australian Emu Apple Super Bounce Mask für mehr Ausstrahlung und es soll auch ja plump, also auffüllend wirken, dann dadurch eben auch so Fältchen minimieren. Das hatte ich schon mal da. Ich meine,
Das ist schon eine Weile her, wo ich es verwendet habe, dass ich es okay fand, diese Maske, aber jetzt auch nicht umwerfend oder so. Vielleicht teste ich sie nochmal. 10 Gramm Produkt sind hier drin und ja, vielleicht nutze ich sie nochmal, vielleicht gebe ich sie aber auch weiter. Was wir schon ganz oft so in Boxen drin hatten, ist einmal diese Tube hier. Die begegnet uns doch immer wieder, ne? Elemis Pro Collagen Marine Cream. Wir haben hier eine Antifalten-Tagescreme mit 15 Millilitern drin. Das hatte ich schon so oft in Boxen, dass es langsam auch ein bisschen langweilig wird, wenn immer wieder diese Tagespflege von Elemis irgendwo mit drin ist. Das letzte Produkt jetzt hier ist aus dem Bereich dekorative Kosmetik und das finde ich auch besonders schön, weil das eben die pflegenden Produkte noch richtig gut ergänzt. Wir haben hier von Skin Division eine Lashed Up Mascara. Sie soll aufbaubar sein, sie soll keine, ja, also fleckenfrei sein. Es ist eine natürliche Mascara und sie kommt im Farbton Schwarz daher. Wir haben hier ein ganz hübsches Packaging, mal was anderes als wie das klassische Schwarz immer. Diese Mascara hier soll insbesondere Volumen geben. Hier sind 10 Milliliter Produkt drin. Ich werde sie jetzt mal noch zulassen, aber das wäre ein Kandidat, den ich gerne mal für euch mit in ein Schminkvideo nehme. Ich sammle ja auch so über den Monat gerne mal die Produkte aus den Beautyboxen, um sie dann alle zusammen zu testen. Das ist während der Adventskalenderzeit immer schwierig umzusetzen, weil es da einfach schon viele Videos gibt. Aber ich denke, jetzt im neuen Jahr, dann kann ich das wieder sehr gut umsetzen und dann testen wir die gemeinsam aus. Wir haben jetzt die komplette Box einmal ausgepackt und bin ich doch insgesamt sehr zufrieden, wobei ich schon auch finde, dass das hier eine echte Mini-Größe ist. Da hätte ich mich über ein größeres Produkt vielleicht auch noch etwas mehr gefreut. Aber wir hatten noch eine Gesichtsmaske, wir hatten Haarpflege. Den Badezusatz finde ich irgendwie besonders schön, weil er doch dann auch nochmal etwas Me-Time schenkt und eine Auszeit schenkt. Hier muss ich mich erstmal nochmal genauer belesen, was das jetzt genau ist. Und ja, also sie schreiben hier tatsächlich oben noch einfach die Seriennummer von der Rückseite auf Glossybox eingeben und sofort erfahren, ob du zu den glücklichen Gewinnern gehörst. Ich werde euch hier mal einblenden, ob ich Glück hatte oder nicht. Wir schauen jetzt hier mal noch das Magazin einmal komplett durch und da ist als allererstes hier das Produkt von Dr. Cosmeceutical abgebildet. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Wir haben hier 30 Milliliter Produkt. Diese 30 Milliliter sollen über 101,50 Euro kosten im UVP. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also ich finde, dafür ist diese Tube doch sehr unscheinbar, oder? Muss also was können, oder? Also da erwarte ich jetzt einiges von diesem Produkt. Dann ist hier von Pixi das Tonic abgebildet. Das scheint also auch jeder drin zu haben. Und dann ist als nächstes hier die Mascara abgebildet. Auch die wird dann sehr wahrscheinlich jeder in der Box drin haben. Es hätte noch drin sein können von Dr. Bronners, einem ja, Handhygienespray in der Duftrichtung Pfefferminze. Da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt hier bei mir nicht dabei hatte. Und dann wird als nächstes von The Body Shop hier ein Produkt abgebildet, und zwar die Shea Body Butter. Die wäre für mich ein absolutes Highlight gewesen. Da hätte ich mich mega drüber gefreut. Und jetzt will ich mal noch weiterschauen von Aieco oder Aikolandem. Hätte noch ein Spotlight Highlighter Pencil im Farbton Pearl mit enthalten sein können. Also auch nochmal etwas Dekoratives, was ich ganz schön finde. Haben wir hier das Produkt von Elemis und als nächstes das Gliss-Kur-Produkt und dann kommt das von Kneipp. Und ich glaube, das waren die Produktalternativen. Jetzt wird hier noch ein bisschen gespoilert für die für die Januar-Ausgabe. Wir haben jetzt Dezember. Für die Januar-Ausgabe. Und zwar ist da das Thema New Horizons Edition, also Neuer Horizont. Das neue Jahr ist da, Glossy, und es lockt mit aufregenden Herausforderungen und Ideen, die bereit sind, von dir entdeckt zu werden. Toll, dass du diese Reise zu neuen Beauty-Horizonten mit uns gemeinsam antrittst. Unsere Januarbox wird dich nicht nur mit ihrem hinreißenden dualen Special Design, sondern auch mit ihrer handverlesenen Produktauswahl begeistern. Lass dich in Sachen Neujahrslooks, frische Farben sowie überraschende Make-up-Ideen inspirieren und entdecke neue Seiten in dir. Das klingt in jedem Fall sehr gut und das ist auch somit
Ein Hauptgrund, warum ich generell Beautyboxen auch so mag, dass man einfach den Horizont erweitert, neue Dinge ausprobiert, neue Produkte, neue Marken testet. Und das ist genauso dieser Spirit, den ich eigentlich bei Beautyboxen so mag. Und die Boxendesigns sehen sehr hübsch aus. Also hier ist einmal eine in so Pink-Orange-Tönen. Und hier bei der zweiten Variante sind noch so schöne Türkis-Blautöne mit dabei. Die gefällt mir fast noch besser. Ich wünsche mir jetzt sehr, dass ich quasi die mit den Blautönen irgendwie bekomme. Mal gucken, ob ich Glück haben werde. Wir werden das dann im Januar einmal sehen. Und damit darf ich mich jetzt hier an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.